Ich grüße euch bei Phalanx Streams. Ich bin der Tulsa und wir spielen Hogwarts Legacy weiter. Leider mit ein bisschen Verzögerung, vielleicht habt ihr es auch gar nicht bemerkt. War leider 2 Wochen außer Gefecht, krank, richtig heftige Grippe. Und der Husten ist immer noch nicht weg, ne? Und ja, deswegen entschuldige ich schon mal, wenn ich Rebellion. ein bisschen Husten habe. Ah, hier ist noch eine Truhe. Die nehme ich natürlich. Schauen wir mal, was der Lodbrok dazu sagen hat. Oder wie der heißt. Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Earthcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Und da dachten Sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern! Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große, magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannac und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ameth. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Ameth und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Naja, die Arbeit immer den anderen überlassen, ne? So ist recht. Na gut. Schauen wir mal, was drin ist. Diese Tür beobachtet uns. Ja, hat uns auch nicht gesagt, wie man reinkommt, ne? Okay.
Wir müssen ihr irgendwie die Sicht versperren. Okay. Bombarda! Ist doch versperrt. Mit Eis vielleicht. Reverio. Ach, klar. Ich bin leise. Unsichtbar. Natürlich, das Einfachste. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Protego! Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Revelio, diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Diese Kontrinkung mit Dampf. Interessant. Ich fasse es. Wir sind in einer echten Koboldmine. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber ein echtes ist etwas ganz anderes. Wir müssen aufpassen. Du weißt sicher, dass nicht alle Kobolde uns so wohlgesonnen sind wie Lodgok. Akio! Das ist hier. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Revelio. Akio. Wir werden beobachtet. Von einer Tür. Wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Hier.
Bombarda! Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Revelio! Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Tja, das will ich ja von dir wissen. Revelio. Vom Design her sieht das cool aus. Schön Steampunk-mäßig, viktorianisch. Revelio! Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Halt an mir ab!
Nicht ganz. Du wirst mich nicht aufhalten. Oh, mich das etwa treffen? Ich werde nicht ruhen. Komm, trink. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Schön in der Dark Souls Art. Irgendwas. Was war das? Das ist leider nicht gut. Kurzio. Oh, das ist einfach zu viel. Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet. Akio. Konfringo. Akio. Rebellion. Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Das ist ja nichts anderes zu sagen, außer, bring mir mehr. Bombarda! Rebellion. Auf der anderen Seite. Ja! Konfringo! Du kannst nicht so, Moment!
denn hier noch? Das waren sicher die letzten Armeen. Rebellion. Glaub mir. Komm, trink! Reveal! Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Nordgok Bericht. Hogwarts eingeboren. Schön und auch was eingeführt. Ach hier. Durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Gut, diesen Plan war... Boa ist ohne dich, Amit, aber danke, dass du mitgekommen bist. Rebellion. Bitte lass das. Mann, hier komme ich ja nie wieder hin. All die schönen Schätze. Nur weil ich noch nicht genug von diesem blöden Affen da gefunden habe. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Lauf, Forrest, lauf. Der wohl in der Wand versteckt. Bin ich schön wieder rein in die Mine anstatt raus. Ich
Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Dieser Husten, ey. Schrecklich. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und, zu meiner Überraschung, ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Ranrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Ranrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Ranrock hat Bragbaws Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bragbaw irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Ranrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Ranrock weiß. Ich schicke meine Eule. Du, du, du. Blick in die Ferne beende ich auch diese Folge mit der Quest.
Ich hoffe, Professor Fitz... Ja? Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Natürlich werde ich das. Beim nächsten Mal. Gucken wir uns das an. Und, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gehabt, ich bin euer Tulsa. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.